Herzlich willkommen bei In die Ferne. Ich habe mich bei meinem Minicamper-Ausbau für ein mobiles Solarpack und ein mobiles Solarpanel entschieden. Solche Systeme sind eine gute Alternative für alle Leute, die bei ihrem Camper-Ausbau entweder wenig Platz haben oder irgendwie im Garten sich da was mit Elektrik und Strom überlegen wollen. Und für alle, die gar keine Ahnung von Elektrik haben, sich da einfach nicht dran trauen, so wie ich. Oder die niemanden haben, der das für sie machen kann, so wie ich. Und mit diesem Teil bekommt ihr quasi einen Eimer zum Strom mitnehmen. Ich erzähle euch heute, wie mein System aufgebaut ist, wie teuer das war, wie man es laden kann, wie lange es hält, wie mein Fazit nach 6 Monaten aussieht, ob ich damit zufrieden bin und für wen es vielleicht auch was sein könnte. Welches System benutzt du und woraus besteht es? Ich benutze einerseits ein mobiles Solarpack und zwar das Sooki G500. Das ist eine Lithium-Batterie mit 40 Amp-Hours, also 400 Wattstunden und ungefähr 500 Ladezyklen. Das heißt, das wird danach immer ein kleines bisschen weniger wie beim Handy. Und das zweite Element ist das Solarpanel. Das ist ein 50 Watt Off-Grid-Solarpanel. Und mit bei diesem Paket war noch einiges an Zubehör. Als erstes ist hier so ein Netzteil dabei. Damit kann man das quasi in die Steckdose stecken und das andere Ende an das Solarpack anschließen. Und dann kann man das überall da, wo es Steckdosen und Strom gibt, laden. Das zweite Teil ist ein Stecker, der in den 12 Volt Zigarettenanzünder passt, zum Beispiel beim Auto. Das dritte ist ein Adapter für ein Solarpanel. Und das kann man dann halt an die Stecker vom Solarpanel anschließen. Das geht nicht mit jedem Solarpanel, aber genau, zum Beispiel mit dem hier von Off-Grid Tech. Ich habe nämlich irgendwo immer so einen Elektrobeutel, aber ich packe den jedes Mal woanders hin. Da. Da ist es. Das vierte Teil ist ein Anschluss für die Batterie, falls ihr euch mal selber Starthilfe geben müsst. Ja, Benutzerhandbuch und 12 Monate Garantie. Wisst ihr selber, ne? Das Teil wiegt 5,6 Kilo und die Maße sind bei, ja, so 22 cm Breite, 14 cm Tiefe und 25 cm Höhe. Es hat ja auch so einen geilen Henkel, damit man das tragen kann. Es ist ja ein mobiles Solarpack. Was bietet das System alles und wofür ist es geeignet? Das Teil hat hier zunächst mal drei wichtige formschöne Knöpfe. Einmal den Anknopf, einmal den Knopf für Gleichstrom und einmal den für Wechselstrom. Dann gibt es hier eine Buchse für 12 Volt. Da könnt ihr unter anderem so eine mobile, so einen Luftkompressor anschließen, wenn ihr mal einen platten Reifen habt oder irgendwie ja, ein bisschen Luft nachlegen wollt und ihr seid voll in der Pampa. Dann gibt es hier ein LCD-Display. Da kann man dann sehen, wie der Ladestand ist, der Status. Man kann nachher auch sehen, wie viel Strom reinkommt und wie viel man entnimmt. Dann haben wir hier 4 USB-Anschlüsse, wo ihr zum Beispiel Lampen laden könnt, Kamera laden könnt und ja, alles, was halt über USB-Stecker funktioniert. Daneben gibt es 2 DC-Anschlüsse, also Gleichstromanschlüsse für Lampen zum Beispiel. Hier ist der Anschluss für das Starthilfe, für den Starthilfestecker, falls ihr euch selber mal an der Batterie Starthilfe geben wollt, weil ihr liegen geblieben seid. Hier ist der Stecker, Ansteckerplatz für das Solarpanel und hier ist das für das Netzteil, wenn ihr das Ding über die Steckdose laden wollt. Auf der anderen Seite gibt es noch 2 Steckdosen, da kriegt ihr auch echten 230 Volt Strom raus, also das geht alles, alle Anschlüsse gehen nur für Geräte bis 300 Watt, also den großen Standmixer und das WIG-Schweißgerät lasst ihr bitte zu Hause, wenn ihr so ein Teil benutzen wollt. Es hat ein CE-Kennzeichen, das heißt, die Sicherheit habt ihr zumindest zertifiziert. Wenn das Teil dann so abfackelt, sitzt ihr dann zu Hause mit eurem Zertifikat und sagt ja. Das Teil ist außerdem gegen Tiefenentladung geschützt. Das heißt, bevor es sich tiefenentlädt, schaltet es sich automatisch ab. Auch wenn eure Verbraucher gerade mal keinen Strom ziehen, eine ganze Weile zum Beispiel, dann schaltet es sich auch automatisch ab. Wie kann man es laden? Es gibt 3 Wege, über die ihr das laden könnt. Einerseits über das Netzteil direkt an der Steckdose. Über diesen 12-Volt-Stecker für den Zigarettenanzünder im Auto während der Fahrt. Da könnt ihr es allerdings nicht bis zu 100% voll kriegen, also es ist immer nur so 90-95%. Und die dritte Möglichkeit ist über ein Solarpanel. Wie lange dauert es, bis das Ding geladen ist?
Und zwar über das Netzteil, ich mache das meistens über Nacht, aber ich sehe immer schon, dass das Feuer voll ist. Also erfahrungsgemäß bei mir zwischen 5 bis maximal 8 Stunden. Und ich habe es auch über den Zigarettenanzünder während der Fahrt probiert. Es war sehr, sehr langsam. Also keine Ahnung, ich habe es nicht zu Ende geführt, weil mir es einfach zu lange gedauert hat. Dann über das Solarpanel, kommt natürlich darauf an, wie viel Watt, wie viel Kapazität eure Solarpaneele so haben. Meins hat, wie gesagt, 50 Watt und je nachdem, wie viele Sonnenstunden ihr dann habt, wie viel da so an Energie reinkommt. Bei mir waren es um den Dreh 2 Tage, wenn man rechnet, dass man jeweils 5 Sonnenstunden hat. Also mit einem kleinen Solarpanel mit 50 Watt dauert es ungefähr 2 Tage. Wie und wo lädst du das Teil denn? Und zwar mache ich das meistens zu Hause, bevor ich irgendwie auf eine Tour fahre, lade ich das Ding einmal auf zu Hause. Und es kommt natürlich darauf an, welche Verbraucher ihr habt, wie lange das dann hält. Aber für die meisten Trips, die ich unternehme, reicht das dann, das so zu machen. Wenn ich jetzt mal länger unterwegs bin, dann kann man den Strom auf einem Stellplatz nutzen. Ihr könnt den Landstrom auf einem Campingplatz nutzen. Ihr könnt in ein Café oder Restaurant, Fastfood, Imbiss, irgendwas einkehren und da gucken, ob es da eine Steckdose gibt, wo ihr es anschließen könnt. Klar könnt ihr auch irgendwie, wenn ihr jetzt längere Fahrten habt, das auch mal über die Buchse da Zigarettenanzünder laden. Aber ich mache es meistens nicht. Ich lade es entweder vorher oder irgendwo, wo ich Zugang zu Strom habe und immer mal hier ein paar Stunden. Und ansonsten ist der beste Weg für mich, wenn es sonnig ist, wirklich über das Solarpanel. Das funktioniert ganz gut. Was kann man mit einer Ladung aus so einem Solarpack alles laden und wie lange hält so eine Ladung durchschnittlich? Also wenn das Ding einmal aufgeladen ist, kommt es natürlich darauf an, erstmal was für eine Kapazität hat euer Solarpack. Meins hat, wie schon gesagt, 400 Wattstunden und dann kommt es auf die Verbraucher an. Ich habe ein paar Lampen, Handy, vielleicht Laptop, und sonst nichts Großes. Jetzt kein Kompressor, keine Kompressor-Kühlbox oder irgendwie Laptop lade ich nicht häufig, brauche ich nicht so häufig. Nur damit ihr mal eine Vorstellung bekommt, ihr könntet eine Kompressor-Kühlbox ungefähr eher 3 als 8 Stunden damit laden und einen Laptop kann man so ungefähr 3-mal damit laden. Und wenn ich das jetzt nur für das Set an Verbrauchern benutze, das ich hier für mich so konzipiert habe, dann hält das Teil bis zu 2 Wochen. Worauf muss man achten? Kälte, Hitze, Erschütterung. Solithium-Batterien funktionieren nicht mehr ganz so effektiv, wenn es besonders kalt ist. Also wenn ihr so Richtung Nullpunkt kommt oder so, dann kriegt ihr damit nicht mehr so viel Strom daraus. Dann Hitze. Man muss darauf achten, dass man das Ding nicht in der prallen Sonne stehen lässt. Es darf nicht heißer werden als 50 Grad. Deswegen im Hochsommer, wenn das Ding im Auto steht, kann das schon schnell mal passieren. Deswegen irgendwo hinstellen, wo es ein bisschen schattig ist. Irgendwo an den Boden. Und der letzte Punkt, Erschütterung. Das Teil darf nicht einfach irgendwo durchs Auto fliegen oder so. Das muss einen sicheren Stand haben. Wenn ihr fahrt, sollte das irgendwo stehen, wo das irgendwo sicher einen festen Platz hat und nicht durch die Gegend fliegen kann. Ganz wichtig, man darf das Teil niemals gleichzeitig zum Beispiel über das Netzteil an die Steckdose anstecken und es darüber laden und gleichzeitig über Solar laden. Darauf müsst ihr achten, denn sonst hat das Ding zu viel Energieinput und also Watt. Und dann kann es überhitzen, das kann die Zellen schädigen und im schlimmsten Fall gibt es ein Feuer. Wenn ihr solche Videos hilfreich findet, dann gebt diesem Video doch einen Daumen nach oben und abonniert den Kanal, denn hier gibt es doch viel mehr davon. Welche Nachteile hat das Solarpack? Punkt 1. Die Starterfunktion, um dir selbst Starthilfe zu geben, funktioniert nur, wenn dein Auto keinen Hubraum hat, der größer ist als 4 Liter. Punkt 2. Mit der 12 Volt Aufladung über die Zigarettenanzünderbuchse im Fahrzeug während der Fahrt kriegt man die 400 Wattstunden nicht 100% voll. Punkt 3. Was ganz Praktisches. Das Licht vom Bildschirm stört nachts. Es ist relativ hell und wenn ihr das Teil zum Beispiel in eurem Camper nutzt und da abends dunkel drin habt, dann müsst ihr da eigentlich immer irgendwie was drüber legen, weil das schon ziemlich blendet. Warum hast du das Solarpanel nicht fest installiert, auf dem Dach zum Beispiel? Das hat 2 Vorteile. Erstens, die Leute sehen nicht schon von weitem, dass es sich hierbei um einen Camper handelt.
Und zweitens, kann ich das immer nur dann mitnehmen, wenn ich es auch wirklich brauche, zum Beispiel auf längeren Touren. Ich habe ja gerade gesagt, das Solarpack hält bei mir ungefähr 2 Wochen und da muss ich nicht jedes Mal das Solarpanel mitschleppen. Es gibt noch einen Punkt, und zwar musste ich dafür nicht in die Karosserie schneiden, denn hätte ich die Kabel hier verlegen wollen, hätte ich ja irgendwie dieses Solarpanel anbringen müssen. Also ich hätte erstmal einen Dachgepäckträger oder so querstreben gebraucht und hätte vermutlich hier irgendwie ein Loch reinmachen müssen, dass ich die Kabel hier durchlegen kann. Das musste ich jetzt auch nicht machen. Wie transportierst du das Solarpanel? Und zwar einfach vorne auf dem Beifahrersitz umgedreht, dass man nicht sofort sieht, dass es ein Solarpanel ist. Dann ist es aus dem Weg. Zur Not, wenn jetzt vorne einer sitzen soll, kann man es auch einfach nach hinten stellen. Es sind ja nur 50 Watt, das ist nicht so riesengroß. Wurde mir auch vorgeworfen. Ja, ja, du mit deinem Kühlschrank auf dem Beifahrersitz. Das signalisiert auch, hier ist nur Platz für eine Person. Woher weiß ich, ob sich so ein Solarpack für mich lohnt? Frag dich, welche Verbraucher du haben wirst, welche auf jeden Fall fix sind, welche sich nicht runterkürzen lassen. Zum Beispiel bei mir war es der Kühlschrank. Ich dachte, ich muss auf jeden Fall irgendwas nehmen, das Strom verbraucht. Es gibt auch Lösungen ohne. Fix waren auf jeden Fall die Lampen, Handy, Kamera, Akkus, Laptop. Und was ich noch rauskürzen konnte, war zum Beispiel die Pumpe für das Wasser. Normalerweise braucht die auch Strom. Bei mir habe ich eine Lösung ohne Strom gefunden. Dann solltest du dich fragen, wofür will ich dieses Solarpack einsetzen? Wie reist du? Was für Einsatzszenarien gibt es? Bei mir ist es so, dass ich nicht in dem Teil wohne, sondern einfach ab und zu reise, mal ein paar Wochen, mal mehrere Tage. Und für den Zweck hat sich das einfach auch nicht gelohnt, so eine riesige Elektrik hier ins Auto zu zimmern. Und deswegen war das für den Einsatzzweck auf jeden Fall eine gute Option. Dann solltest du dich noch fragen, wie häufig hast du Zugang zu Strom und zu Sonnenenergie? Das Solarpanel ist jetzt für Leute, die in Deutschland unterwegs sind, so eine Sache. Ne? Vielleicht ergibt es auch gar nicht so viel Sinn. Wenn ihr jetzt aber sagt, ihr seid hauptsächlich im Sommer unterwegs, spricht schon wieder was dafür. Dann die Frage, steht ihr eh häufig auf Campingplätzen, habt immer Zugang zu Landstrom oder steht ihr nur auf Stellplätzen, wo es Strom gibt? Dann kann man sich auch fragen, ob man das unbedingt braucht. Dann könnt ihr das auch anders lösen. Und ansonsten, wenn ihr eher autark unterwegs sein wollt, auch mal ein paar Tage weg sein wollt und frei steht und so, dann ist so ein Solarpack eher was für euch. Wie teuer ist es? Wie viel hast du bezahlt? Und wo bekommt man so ein Solarpack? Ich habe mein ganzes System, so wie es ist, gebraucht gekauft. Und zwar das Solarpack, das Panel und die ganzen Zusatzteile und noch dabei mit zwei Verlängerungskabel von 25 Metern. Ich habe das für 300 Euro als Gesamtset gebraucht gekauft, aber von jemandem, den ich kannte und von dem ich wusste, dass er das Ding nur ausprobiert hat, aber jetzt nicht länger eingesetzt hat. Warum ist das wichtig, wenn ihr überlegt, sowas gebraucht zu kaufen? Und zwar müsst ihr diese 500 Ladezyklen im Hinterkopf behalten, denn wenn das jemand schon eine lange Zeit eingesetzt hat, kann es sein, dass viele dieser Ladezyklen schon weg sind und dass die Kapazität entsprechend sinkt. Wenn ihr es neu kaufen wollt, habe ich schon alles gesehen, zwischen 250 bis so über 500 Euro. Das günstigste regelmäßige Angebot, das mir so unterkommt, ist bei Real für 369 Euro, ist aktuell wieder ausverkauft, aber es kommt immer wieder rein, genauso bei Amazon, bei verschiedenen Händlern, immer mal wieder ausverkauft, kommt immer mal wieder rein. Es gibt sicherlich auch Alternativen zu diesem System, es muss ja nicht genau das Modell sein, wenn ihr sowas haben wollt. Wenn euch irgendwie so ein Vergleich interessieren würde, mal mit anderen Solarpacks, wenn solche Themen für euch interessant sind, dann schreibt mir das mal in die Kommentare. Was sind Alternativen zur Überbrückung? Wenn das Teil jetzt gerade mal wieder ausverkauft ist oder euch das gerade zu viel Geld ist oder so, man kommt auch mit Powerbanks schon weiter. 10.000er oder 20.000er helfen auf jeden Fall schon, Lampen, Handys ein paar Mal zu laden und könnte eine Alternative sein. Ich bin persönlich froh, dass ich keinen großen Aufriss für Elektrik und Verkabelung bei dem Minicamper gemacht habe. Und ich würde mich, wenn ich die Entscheidung nochmal treffen sollte, auf Grundlage der Erfahrungen der letzten 6 Monate, auf jeden Fall nochmal für ein mobiles Solarpack und in der Kombination mit einem Solarpanel entscheiden. Und ich würde es auch wieder nicht fest verbauen, sondern genauso nutzen, wie ich das jetzt mache. Fazit. Investiert lieber in ein mobiles Solarpack als in Traumfänger und ein Homeschild für den Camper.
Mich würde interessieren, wie habt ihr das Thema Strom für euch gelöst? Habt ihr den großen Aufriss gemacht und Elektrik in eurem Camper verlegt? Oder habt ihr da irgendwie eine andere Lösung gefunden? Gerade bei den Minicampern würde mich das mal interessieren. Schreibt mir das gerne in die Kommentare. Das war ein Video von In die Ferne. Mein Name ist Chantal Stauder. Der Mann hinter der Kamera ist Henning Westerkamp. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen, wünsche euch allzeit gute Fahrt und wenn ihr mögt, sehen wir uns nächste Woche wieder.